Kas. Hi. Jetzt ist nicht mehr lang hin, eine halbe Stunde noch bei dir, ne? Oh ja, ich bin aufgeregt. Wieso denn? Ich bin immer aufgeregt. Also was heißt aufgeregt? So eine gesunde Anspannung, weißt du? Der Blick wird konzentrierter und grimmiger und man denkt nach und guckt, ob man alles hat und wo was ist und wo wer ist. Deswegen bin ich in der Anlaufphase zum großen Moment des heutigen Tages. Aber du warst doch schon mit Mackes und Plan B auf der Bühne, oder? Ihr war doch schon warst du da? Ja, also es war aber nur so ein kleiner Orson-Skit innerhalb der Mackes und Plan B Show, was dann halt eine ganz andere Sache ist. Da hast du nur ein Mikrofon, rennst kurz auf die Bühne und rappst. Wenn du dann aber deine eigene Show hier komponieren musst mit allen Sachen und so, dann ist nochmal was anderes. Ich weiß, es ist unfair, jetzt kurz vorher darüber zu sprechen, aber gab es schon mal irgendwas richtig Peinliches, was dir auf der Bühne passiert ist? Nee, fällt mir gerade eigentlich nicht ein. Nö. Was wäre so der Horror für dich? So Texte vergessen halt ist immer so ein bisschen Horror. Aber das ist auch schon des Öfteren passiert. Aber das vergeht ja auch ganz schnell. Und meistens fängt man sich dann auch wieder. Das Schlimmste, wenn ich gerade so überlege, das Schlimmste war, glaube ich, wirklich bei der Christmas Jam in Stuttgart letztes Jahr. Orsons Auftritt, bin ich der Erste, der auf die Bühne geht und rappt. Und dann kommen so abwechselnd auf die Bühne. Und ich bin hochgegangen und habe meinen kompletten Text vergessen. Und das war so die schlechteste Intro für eine Show. Weil du bist so auf der Bühne und hast halt nichts zu sagen. Dann habe ich gedacht, es wird die schlimmste Show der Welt, aber dann wurde es doch noch ganz toll. Aber was macht man in so einem Moment? Ihr habt ja nicht irgendwie jemanden, der dann irgendwie Text einsagt oder doch, oder wie? Nee, aber ach, man überspielt das irgendwie. Man lacht dem Publikum zu und sagt ein paar Sachen hoch und hier. Und dann kriegt man das schon hin. Ja, Regenwetter. Du spielst auch auf einer Open-Air-Bühne. Yep. Nicht gut, oder? Ja, ich habe auch Angst. Ich hoffe aber, weil wir ja noch ein bisschen Zeit haben, die halbe Stunde, dass es sich verzieht. Denn ich glaube, da hinten sieht es schon wieder heller aus. Ist ja immer so ein bisschen so ein Hin und Her hier mit dem Wetter. So eine Stunde ist voll schön trocken und so und dann regnet es wieder. Bis auf das Wetter, was würdest du sagen, Splash 2009, was ist so das Schönste daran? Oder auch gerade jetzt mal auf die Location bezogen? Also die Location ist wunderschön. Mit diesen alten Maschinen und so, hier Bergbau-Dingern oder was ist das, Eisen? Bergbau irgendwas, ja. Das ist wunderschön, ich weiß nicht, ob ihr das gefilmt habt schon, um es jetzt einzublenden. Ansonsten ist es natürlich gut, weil es nicht so matschig ist, weil es so alles betoniert ist. Und dann kommt noch dazu, dass für mich halt dieses Jahr die besten Acts hier spielen, so alle meine Lieblings-Acts oder ein Haufen davon hat gestern schon gespielt. Einfach Sun to Gold und The Streets sind so zwei meiner Lieblingsmenschen zurzeit so. Und wir haben so gefeiert, war super. Deichkind war abartig, Peaches war unfassbar, die Show. Und Q-Tip spielt heute noch, also ich finde, ich mag die Acts dieses Jahr ganz arg. Ich wünsche dir noch viel Spaß, sei nicht so aufgeregt und das wirst du schon rocken. Ah ja, danke schön. Danke auch. Sandy, bis dann. Das Ding beim Splash. Live, laut, lässig.